Dieser Ort ist Walter Ulbrichts Wintertraum. Oberhof im Thüringer Wald. Ein Ort in Schnee und Eis. Aufgerieben im Kalten Krieg. Für die Vision des großen Mannes der DDR von einem besseren Deutschland. Der Standard-Oberhof, der hätte noch 10 Jahre länger leben müssen. Da wäre Oberhof top gewesen. Das war der Wettkampf der Systeme, nicht? Was ihr könnt, können wir schon lange. Ein Ort, der teuer dafür bezahlt. Für den Kampf Ost gegen West. Oben gegen unten. Er wusste nicht, wo sie uns hinbringen. Wir wussten nicht, wo sie uns hinbringen. Ein Ort, der zum Spiegel wird des größten Machtkampfs der DDR und zum Schauplatz der schwersten Niederlage der Staatssicherheit. Da haben sie meinen Mann mitgenommen. Zum Verhör, gleich in der Nacht. Zum Verhör nachts. Naja, weil wir ja befreundet und alles waren bis früh. Der kam nicht wieder. Der dunkelste Tag in jener Elendszeit war der 13. November 1950. Jener Tag, an dem morgens völlig unerwartet auf allen Straßen Möbelwagen vorfuhren und die begleitende Polizei den jeweiligen Hausbewohnern den Befehl vorlegte, nachdem sie bis 16 Uhr ihre Sachen gepackt und den Ort mit unbekanntem Ziel zu verlassen hätten. Der Thüringer Oberpfarrer Hans-Joachim Köhler dachte, alles zu wissen über Zwangsdeportationen von Menschen in der DDR. Er meinte, er wüsste alles über das Land, in dem er selbst gelebt hat. Was er aber vor wenigen Jahren in der Kirchenchronik des berühmten Wintersportortes Oberhof entdeckt, das überrascht selbst ihn. Ja, ich wusste ja auch, dass es so von der Grenze her natürlich solche Deportationen gab, aber dass das nun hier mitten im Land, in Oberhof war, das hätte ich mir nicht vorstellen können. In der Kirchenchronik stößt er auf einen Bericht des Oberhofer Pfarrers Teuber über die dramatischen Stunden des 13. November 1950, die den kleinen Ort für immer verändern. Es spielten sich erschütternde Szenen ab, alte Leute mussten in den Wagen getragen werden, Kinder weinten, weil sie ihre schöne Heimat nicht verlassen wollten. Der Ortsgeistliche ging alle besuchen, wurde aber zu vielen von der Polizei nicht zugelassen, besonders nicht zu den Verhafteten. Die Oberhoferin Angelika Reinhardt hat das erlebt. Auch sie hat damals ihr Paradies verloren. Als kleines Mädchen von 5 Jahren. Früh um 7 stand der Möbelwagen vor der Tür. Meine Schwestern waren beide in der Schule. Ich war ja noch nicht in der Schule, ich war ja noch Kindergartenkind. Und dann hieß es, innerhalb von 3 Stunden haben sie das Haus zu verlassen. Ich bin dann in die Schule gerannt, habe meine Schwestern aus der Schule heimgeholt. Ihre Familie besitzt eine Pension in Oberhof, die Quisisana. Angelika muss mit ansehen, wie die Erwachsenen gezwungen werden, das Haus zu räumen. Sofort. Und meine Tante, mein Onkel, meine Großeltern haben nun angefangen einzuräumen und wollten nun auch da aus der Pension zum Beispiel Glühbirnen mitnehmen oder was eben da war, ein Besteck oder Geschirr. Alles bleibt hier, alles gehört zum Haus. Alles, was in den Privatwohnungen ist, dürfen Sie mitnehmen. Alles, was in der Pension ist, bleibt hier. In diesen Stunden verliert die Familie alles, was sie über Jahre aufgebaut hat. Gerüchte machen die Runde über Internierungen in Lagern der Russen. Die Angst geht um.
Na, sie haben nun eingeräumt. Mein Opa hat sich dann während dieser Haussiedlungsaktion über das Toilettenfenster abgesetzt und hat dann gesagt, wir treffen uns in Wiesbaden wieder. Er wusste nicht, wo sie uns hinbringen. Wir wussten nicht, wo sie uns hinbringen. Angelika wird mit unbekanntem Ziel abtransportiert. In einen kleinen Ort in Nordthüringen. Rückkehr ins Kinderparadies? Ausgeschlossen. Allen ging es beschissen. Wir waren, meine Mutter mit ihren drei Kindern, allein in Rastenberg. Und die ist mit nicht klargekommen damit. Also es war wirklich schwierig. Oberpfarrer Köhler entdeckt in der Kirchenchronik eine Liste. Offenbar für die Nachwelt eilig in die Schreibmaschine gehackt, damals. Es ist hier diese Deportiertenliste. Da sind die Namen drin, auch zum Teil hier Müller Albrecht, der hatte das Golfhotel und der ist nachher in Untersuchungshaft gekommen. Es trifft nicht nur Hotel- und Pensionsbesitzer an diesem 13. November 1950, sondern auch den Friseur, den Zahnarzt, das Fuhrgeschäft, den Rechtsanwalt. Sogar einfache Angestellte müssen den Ort verlassen. Sie werden in entfernte Orte deportiert oder fliehen gleich in den Westen. Etliche werden verhaftet. Von den 1000 Einwohnern trifft es fast die Hälfte. Es ist ganz wichtig, dass das Pfarramt, der Pfarrer Täuber, das hier aufgeschrieben hat. Denn damit haben wir einen Bericht aus der Zeit. Und er schreibt dann hier weiter, diese von der Regierung der DDR gestartete Aktion wirkte umso ungeheuerlicher, als sie die erste in der ganzen Deutschen Demokratischen Republik war. Die Westberliner Presse erfährt von der rätselhaften und brutalen Enteignung durch einen Maulwurf im Thüringer Innenministerium. Es wird vermutet, der Ort sei enteignet worden für ein neues Hauptquartier der Sowjets. Doch genaues weiß niemand. Es scheint, als wollte jemand das Gedächtnis dieses Ortes auf dem Kamm des Thüringer Waldes auslöschen. Auf immer. Der Oberhofer Heimatforscher Wolfgang Lerch hat diese Geschichte aufs Genaueste rekonstruiert. Nach der Wende und einer Karriere als Tourismusmanager zieht er von Ost-Berlin nach Oberhof, in die Heimat seiner Frau. Seit 25 Jahren durchforstet Wolfgang Lerch jedes Archiv, jeden Nachlass, spricht mit Zeitzeugen. Mit jedem Detail, das er entdeckt, ist er mehr fasziniert von diesem Ort voller unerzählter Geschichten. In diesem kleinen Ort Oberhof spiegelt sich die DDR-Geschichte, nee, nicht die DDR-Geschichte, überhaupt die deutsche Geschichte von der Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nazizeit, DDR, wie in einem Fokus wieder. In diesem kleinen Dorf. Jede Zeit hat hier Zäsuren hinterlassen, die wir bis in die Gegenwart hinein finden können und spüren. Wolfgang Lerch stößt bei seinen Recherchen immer wieder auf zwei wichtige Figuren des 20. Jahrhunderts, die Oberhof prägen. Zwei Wintersportfans, beide aus einer deutschen Generation. Der Leipziger Kommunist und Stalinfreund Walter Ulbricht, später der starke Mann von Ostzone und DDR. Und Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha, später enger Freund Adolf Hitlers. Enkel der englischen Queen Victoria, der mit 21 Jahren Herrscher über Oberhof wird, dem höchstgelegenen Ort seines Herzogtums. Als der junge Herzog hier oben aufschlägt, 1905, hat der gesehen, dass das hier ein blühender Ort geworden ist. Und er merkt, dass die fremden Investoren, das waren immerhin 20 Hotels von Investoren aus ganz Deutschland, ein Bombengeld verdienten. Und er merkt auch, dass das Ganze, das Geldverdienen, auf seinem Territorium stattgefunden hat. Man nutzte ja seine Wälder, seinen Oberhof. Und da hat er kurzerhand schon 1906, 1907 das Flaggschiff Oberhof, das große
herzogliche Schlosshotel bauen lassen. Mitten im Ort. Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha ist vernetzt in ganz Europa. Er holt seine Adelsfreunde allesamt nach Oberhof. Mit Hilfe Großindustrieller gründet der Blaublütige sogar den ersten königlich-englischen Golfclub in Deutschland. Karl Eduard amüsiert sich beim Skispringen, fährt Bob und gleitet auf Skiern durch den Ort. Der Ruf des Ortes ist so gewaltig, dass Oberhof auch nach der Novemberrevolution 1918 ein gefragter Wintersportplatz bleibt. Selbst nach der Abdankung des Adels zehrt Oberhof von seinem Image. Winterurlaub in der Mitte Deutschlands, gut erreichbar. Ein cleverer englischsprachiger Prospekt vermeldet in den 20ern: Oberhof, das ist der preiswerteste Luxus in Europa heute. Es ist die Zeit, in der Angelika Reinhards Großvater seine Pension Quisisana aufbaut. Die haben sie 1927 gekauft. Die ist 1927 versteigert worden und die haben sie ersteigert und haben dann natürlich alles komplett umgebaut. Fließend kaltwarm Wasser, Zentralheizung, Etagentoiletten mit fließend Wasser, 1927. Zur gleichen Zeit wird Herzog Karl Eduard zum begeisterten Nazi und als einer der ersten deutschen Fürsten Mitglied der NSDAP, ein treuer Freund Adolf Hitlers. Nach dessen Machtergreifung macht Karl Eduard Oberhof zur Bühne für den nationalsozialistischen Sport. Der Platz vor dem Schlosshotel heißt nun Adolf-Hitler-Platz. Im Golfhotel gibt sich die NS-Prominenz die Klinke in die Hand. Die UFA-Stars suchen die Nähe zum Propagandaminister, der hier häufig zu Gast ist. In diesem Tenor tauchte dann auch die Berliner Prominenz hier oben auf. Goebbels zum Beispiel mit seiner ganzen Familie, Frau und Kindern, feierte regelmäßig hier oben im Golfhotel Weihnachten und Silvester. Wenige Monate nach Kriegsende taucht in den Wäldern von Oberhof ein Mann auf, der gerade erst aus Moskau kommt. Er hat die Aufgabe, in der Ostzone mit alten Nazis aufzuräumen und einen Staat der Arbeiter und Bauern zu errichten. Ein kommunistischer Funktionär, ein Mann, der den Skilauf über alles liebt. Walter Ulbricht. Bei Ulbricht wächst die Idee, diesen Wintersportplatz mit seinen Pisten, Bobbahnen und Schanzen zu nutzen für Winterspiele der neuen kommunistischen Bewegung. Doch der alte Geist ist noch überall präsent. Vor allem im Golfhotel. Es gab damals noch keine befestigte Zonengrenze. Das heißt, die Golfspieler aus dem Westen, ne, wer war Mitglied im Golfclub? Angefangen von Stinnes, Henkel, Lanz, alles Großindustrielle, die durch den Krieg nicht groß Schaden genommen hatten. Bei denen hatte sich drum gesprochen, ach, fahrt doch mal nach Oberhof. Dort könnt ihr genauso gut von livrierten Kellnern, von silbernem Besteck essen wie vorm Krieg. Während also im Golfhotel der Adel und das Großbürgertum residieren, feiert die Arbeiterklasse im Ort die ersten Wintersportmeisterschaften der Ostzone. In Oberhof im Thüringer Wald führte die neue demokratische Sportorganisation der Ostzone ihre ersten Wintersportmeisterschaften durch. Sie sind dabei. Walter Ulbricht, der Mann aus Moskau, und Wilhelm Pieck, Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. An einem Abend im Februar 1949 kommt es am Golfhotel zur Konfrontation zwischen den Funktionären und dem Altadel. Ulbricht und Pieck werden am Eintritt gehindert. Und mehr noch. Die Pensionen und Hotels verweigern niedrige Übernachtungspreise für die Sportler der Ostzone.
Ein Affront gegenüber Ulbricht und seinen Funktionären. Und das gab dann hier oben das ganz große Fiasko. Nicht? Da fehlte es nicht bloß an Speis und Trank, da fehlte es dann vor allen Dingen auch an Quartieren. Nicht? Und das wurde dann in einem Handstreich organisiert. Ulbricht löst das Problem auf seine Weise. Er braucht Oberhof als Aushängeschild für die inzwischen gegründete DDR. Am 10. November 1950 erlässt der Thüringer Innenminister, ein Intimus von Walter Ulbricht, einen folgenschweren Beschluss über die Deportation von Familien aus dem Ort. Unter dem Vorwand schwerer Wirtschaftsverbrechen, Nazi-Aktivitäten oder einfach der Gefährdung der Allgemeinheit wird ein Aufenthaltsverbot verhängt für einen Umkreis von mehr als 50 Kilometern. Begleitet von Propaganda im Stil stalinistischer Beschimpfungen. Die Presse bezeichnet die Oberhofer als Speckbäuche und Kreaturen, als Spione im Auftrag der anglo-amerikanischen Imperialisten. Aus der Pension Quisisana wird das Majakowski-Heim. Schlunz-Haus heißt nun Rosa-Luxemburg-Haus, vor dem jetzt die Limousinen der Funktionäre aus Berlin parken. Das Golfhotel wird das Haus der jungen Pioniere. Erst Wochen nach der Deportation bekommen es die Enteigneten schriftlich. Die Quisisana geht ins Eigentum des Volkes über. Entschädigungslos. Das Gros der Pensionen wird einem Treuhänder übereignet, dem Deutschen Sportausschuss, der schon die nächsten Wintersportmeisterschaften vorbereitet. Die kalte Einvernahme eines ganzen Ortes. Ein Ort, der nun frei ist für Ulbrichts Pläne. Angelika Reinhardt ist eine der wenigen, die später zurückkehren darf. Sie wächst bei ihrer Tante in Oberhof auf. Die Daheimgebliebenen schicken den vielen, die jetzt im Westen sind, Fotoalben. Das ist die Golfwiese hinten, ja, das Golfhotel. Mit Bildern und Zeichnungen aus dem verlorenen Paradies. Und das Buch haben meine Großeltern geschenkt bekommen, und zwar, Moment, 1959 zum Weihnachten. Für den Großvater, der 1927 die Pension gründete und sich nun in Wiesbaden mit einem Bratwurststand eine neue Existenz aufbaut. Ich denke, das war eigentlich etwas, worüber sich alle gefreut haben, weil es eben eine Erinnerung an die Heimat war. Die Deportationen von 1950 in dem kleinen Ort mit gerade einmal 1000 Einwohnern ist ein Präzedenzfall für das Werden und Wachsen der DDR. Für die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, von denen die neuen Machthaber sprechen. Was im Wege stand und anderes wollte, als das jetzt von der Regierung gewollt wird, das musste zwangsläufig dann eben auch irgendwie eliminiert werden und verunsichert werden. Ich denke, darum ging es noch viel mehr, eine Verunsicherung zu schaffen unter der Bevölkerung, dass sie nun auch die kommenden Veränderungen mittragen würden. Heute ist das kleine Waldstück am Rande von Oberhof leicht zugänglich. Vor gut 50 Jahren ist das ganz anders. Damals ist das alles hier streng geheim. Und er wird auf Schritt und Tritt überwacht von der Staatssicherheit. Erhard Simon, heute fast 80, ist Anfang der 1960er ein junger, ehrgeiziger Architekt. Er ist 25, als er einen Geheimauftrag aus Berlin realisiert. Er entwirft ein exklusives Haus für ein Grundstück im Wald nahe Oberhof. Der ganze Weg war elektrisch beheizt, bis runter mit eingebautem Elektrokabel, damit diese Fläche für die Gäste immer eisfrei war. Der Energiebedarf war natürlich enorm.
Das Haus ist für Walter Ulbricht, der nach dem Mauerbau 1961 uneingeschränkt regiert. Er ist jedes Jahr in Oberhof. Auf einer seiner vielen Skitouren in den Oberhofer Wäldern entdeckt er dieses Grundstück. Da ist er ja mit seiner Frau durch die Gegend gestapft und hat eigentlich das Gelände eigenhändig oder eigenfüßig ausgesucht. Ja. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Von seinem Apartment blickt Ulbricht direkt in den Wald. Vom Arbeitszimmer schaut er in die Ebene, über Oberhof in das Land, das er regiert. Er war ja ein Mensch, der Landschaft genießen wollte. Ja? Und diese große die Fläche, das Wohnzimmer war ja voll verglast. Komplett bis vom Fußboden bis zur Decke. Von hier aus liegt ihm die DDR zu Füßen, Mitte der 60er Jahre. Er hat große Pläne für seinen Oberhof, lässt ein großes Luxushotel errichten, eins, das das Land noch nicht gesehen hat. Das Panorama. Am 7. Oktober 1969, pünktlich zum 20. Gründungstag der DDR, wird es eröffnet. Im thüringischen Oberhof hat das 24. Interhotel der DDR seine Pforten geöffnet. In den eigenwilligen Gebäudeteilen können 900 Gäste beherbergt werden und mit Komfort wird nicht gespart. Alles ist gediegen, formschön und architektonisch sehr gelungen. Und was man in diesem Zusammenhang noch wissen muss, der vielseitige Service ist Tag und Nacht zur Stelle. 1961 bauen wir die Grenze. Plötzlich ist für hunderttausende Naturfreunde eine Reise in die Alpen, die Wanderer, die Kletterer, die Skifahrer nicht mehr möglich. Man muss, um den Ball flach zu halten, muss man Alternativen anbieten. Und eine Alternative sollte halt dieses Oberhof sein, mit allem drum und dran. Und mittendrin sitzt halt dann der Chef selber und macht hier Urlaub und freut sich, wie es hier vorangeht. Ne? Ende 1969, wie jedes Jahr über Silvester, ist Walter Ulbricht in Oberhof. Fast 20 Jahre nach der großen Enteignungsaktion beginnt Ulbrichts Traum vom neuen sozialistischen Ort wahr zu werden. Für viele ist der wachsende Ort eine neue berufliche Chance. Auch für Angelika Reinhardt. Sie hat eine Reportage der DDR-Frauenzeitschrift Für dich aus dem Jahr 1969 bis heute aufbewahrt. Sie ist damals 24 und ein gefragtes Fotomotiv. Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, in einem solchen Hotel als Schwimmmeister überhaupt arbeiten zu dürfen. Es war spitze. Es war ein Publikum, wie gesagt, die Creme de la Creme der DDR ist hier verkehrt. Der Ort zieht hunderte Menschen aus nah und fern an. Sie kommen nach Oberhof, um hier zu arbeiten, wie Regina Kern. Ich häng wirklich an dem Panorama. Das war ja meine Jugend und das. Unser Leben verbracht. Wir haben unser Leben hier verbracht und wir hatten so viele schöne Zeiten. Auch sie fängt 1969 im Panorama als Kellnerin an, mit 21. Ihr Mann Norbert kommt 2 Jahre später dazu. Es gab Schnecken, es gab Austern, es gab Schildkrötensuppe oder klare Ochsteel. Froschschenkel, alles. Alles Froschschenkel, ja. Das gab es alles dazu mal schon. Der eine kriegte eben Goldrandgeschirr, der nächste das, der eine kriegte, ja. Klar. Der eine kriegte Rehrücken, der nächste kriegte Kalbshaxe. Da wurde das Tatar am Tisch zubereitet und das war noch Gastronomie. Luxusgastronomie im Luxushotel. Für das Establishment des eingemauerten Landes. Und für die vielen privaten Handwerker und Mittelständler, die damals noch nicht verstaatlicht sind. Privatunternehmer oder Geschäftsleute, die dann hier gesagt haben, hier sind wir anerkannt, auch mit unserem Ostgeld. Wenn wir irgendwo anders hinfahren und mit Ostgeld bezahlen wollen, will uns keiner haben. Aber hier sind wir anerkannt und können unser Geld eben auch in niveauvoll ausgeben. Jeder Wunsch wird den Gästen im Panorama vom Munde abgelesen.
Wenn Herr Wilde angereist ist, nur mal so ein Beispiel, das war wirklich ein Spitzengast. Der hatte einen Vogel, gell? Also hier ein Röhrchen mit Wellensittich. Und Wellensittich. Und der Wellensittich, da mussten ja die Zimmerfrauen dann aufpassen. Der wurde ja dann immer rausgelassen im Zimmer. Und dann wurde immer bestellt nach dem Frühstück. Da kriegte der dann ein hart gekochtes Ei mit hoch. Und dann hatte der nur aus Meißner Porzellan das Schälchen. Die Kräuter mussten dafür, nur für den Wellensittich sogar. Und der hat natürlich dann auch das Feinste im gegessen, wie jetzt Fasan oder das. Und, ne, weil der konnte sich das ja auch leisten, ne. Der kam an mit 2 Koffern Geld. So kam der an. Wir Kellner sind alle runter, haben das Auto unten ausgeladen, hat jeder erstmal einen 100er gekriegt. Alle Kellner standen unten parade. Der ist reingefahren, da wurde schon das Auto gewaschen. Der kam mit einem Mestwagen, BMW hat er schon gefahren. Das sind immer die neuesten Modelle. Da hat er gesagt, Norbert, fahren wir hier an der Intertankstelle. Erfurt Ost war die Intertankstelle. Danken. Ich bin gerade Fürst mit dem Westwagen dahin gefahren und habe gedankt für Westgeld. Hat er auch noch nebenbei dabei gehabt, nahe im Koffer. Ja, die wurden aber alle verwöhnt. Ne? Ja. Die kriegten eben alles. Ne? Da war ja alles da. Silvester 1969 besichtigen auch die Ulbrichts das Panorama. Angelika Reinhardt trifft im Schwimmbad ausgerechnet auf Lotte Ulbricht, deren Mann die Deportationen von 1950 veranlasst hat. Ich bin ja als Kind in diese Gesellschaft reingewachsen. Ich war gespalten. Es war schon was Besonderes, wenn jetzt Walter Ulbricht hierher kam und sich das Schwimmbad anguckte, was ja nun wirklich was Besonderes war. In einem Hotel ein Schwimmbad zu haben, mit einer Bar. Ich denke, es war wirklich jeder glücklich, in diesem Haus arbeiten zu dürfen. Kein Wunder. Der erste Hotelpool der DDR, schickes Interieur, Familienzimmer, Sauna, Solarium, Bowling, Minigolf, Kinderzimmer. Das war Westniveau. Wir hatten West-Kaffeemaschinen, alles WMF, war alles ausgestattet. Die Eisbereiter, alles aus dem Westen. Das war richtig, die Erstausstattung war nur aus dem Westen. Schneepräse, eine BMW hatten wir gehabt, das neueste Modell. Ulbricht scheint auf dem richtigen Weg. Die Menschen, für die Oberhof eine Chance ist, mögen ihn dafür, den kleinen Diktator. Der Standardoberhof, der ist jedes Jahr gekommen, der ist Schlittschuh gefahren, alles. Seine Skier genommen, ist in den Wald. Der hätte noch 10 Jahre länger leben müssen. Da wäre Oberhof top gewesen. Das Panorama wird zur Ikone der DDR. Sogar der Sandmann landet für den Abendgruß auf der ungewöhnlichen Dachkonstruktion des neuen Hotels. Überwältigt von diesem Erfolg forciert Ulbricht die radikale Umgestaltung des Ortes. Er beauftragt den wichtigsten Architekten der DDR, Hermann Henselmann, mit der Neuplanung Oberhofs. Henselmann entwirft eine grandiose Vision mit exzentrischen Dachkonstruktionen, riesigen Schwimmhallen und Hochhäusern, ohne Rücksicht auf den ursprünglich beschaulichen Ort. Das war der Wettkampf der Systeme, nicht? Was ihr könnt, können wir schon lange. Man lag ja auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Seins, auch mit dem Westen, in Konkurrenz. Wenn die westdeutschen Sportfunktionäre und so weiter hierher kamen, ja, die machten ja selber Urlaub in Frankreich, Schweiz, Österreich oder in den deutschen Alpen. Nicht? Da musste man schon ein Stückchen dagegenhalten. Nicht? Und da kam es halt zu dieser grandiosen Planung. Ulbricht will zeigen, was der Sozialismus kann. Oberhof wird zum Schaufenster im Wettlauf gegen den Westen. Besonders im Hochleistungssport. Horst Hörnlein, heute 73, ist Ende der 60er Jahre einer der erfolgreichsten Rodler der DDR.
Er beginnt seine Laufbahn noch auf den gefährlichen Natureisbahnen des Thüringer Waldes, die damals mühsam aus Schneematsch in kalten Winternächten gebaut werden. Ich war gerade auf der Bahn in Ilmenau, wo ich begonnen hatte. Da war ich vor 2 Jahren mal als Fußgänger, nach vielen Jahren. Also man fragt sich, da hat man sich runtergestürzt. Das waren Steilstrecken drin, Gefälle drin, Naturbahn. Das war schon hartes Brot. Das hat aber Spaß gemacht. Und dann wird man heiß. Er hat Erfolg, wird ein Weltspitzenrodler. 1972 gar Olympiasieger. Es ist die Zeit, als DDR-Sportler zu Diplomaten im Trainingsanzug werden. PR für den Staat, der gerade um seine internationale Anerkennung ringt. Kampf Ost gegen West. Und das war wie überall im Sport natürlich auch. Und das war ein Feld, da konnte sich auch die DDR beweisen. So, und ich meine, das ist auch kein Geheimnis, wenn wir weggefahren sind. Wir mussten Zielstellungen abgeben. Natürlich Medaillen, wenn es geht. Und wenn es eventuell nicht zum Sieg gereicht hat, wichtig war, vor den Westdeutschen sich zu platzieren. Westdeutschland sollte geschlagen werden. Aber ich weiß auch, dass es umgedreht genauso war. Und so lief das damals ab. Und dann ist na klar, da kämpft jeder um Trainingsbedingungen, um Vorteile, ob Material, ob Bahnen. 1968 beschließt die SED-Führung den Bau der millionenteuren Kunsteisbahn, nachdem im Westen der Staat die erste Kunsteisbahn der Welt finanziert hatte. Oberhof wird die zweite. Es hat auch nicht jeder Beifall geklatscht, als die Bahn gebaut wurde. Auch das kann man ja mal sagen. Es gab ja, weiß Gott, auch noch andere Probleme zu der Zeit in der DDR. Doch Ulbrichts Plan geht auf. Die Rodelweltmeisterschaft 1973 wird ein voller Erfolg für das Land. Oberhof. Dazu gehört nun auch die Kunsteisbahn, auf der am Wochenende die 15. Rennschlitten-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Oberhofer WM-Premiere mit neuem Teilnehmerrekord. Aktive aus 20 Ländern. Von 3 Kontinenten jagten durch die Kurven, kämpften um Hundertstelsekunden und um die Titel. In Oberhof schufen auch sie neue Relationen. Je 7.000 bis 10.000 Zuschauer zählte man an den Trainingstagen, 91.000 insgesamt an der Eisrinne bei den Entscheidungen. Was hier für Zuschauer waren, das war unglaublich. Da hast du keinen Platz gekriegt hier. Im gleichen Jahr, 1973, werden die Henselmannschen Visionen Wirklichkeit. Oberhof heute, Kurort und Urlaubsparadies der Werktätigen. 3000 Einwohner, von Jahr zu Jahr wachsen neue Wahrzeichen. Dem Panorama folgte die Großgaststätte Oberer Hof. Jetzt entsteht das 17-stöckige Urlauberhotel Rennsteig. Dann hat man in der Stadtmitte die Häuser alle weggerissen und hat dann das Hotel Rennsteig dahin gebaut, was mir eigentlich schon immer gegen den Strich gegangen ist, weil es also wirklich den Ortskern von Oberhof einfach zerstört hat, sage ich mal. Wenn man so die alten Bilder anguckt, das war Café Hofmann, da haben wir unten drin war die Bob-Ecke und ein Restaurant und Kaffee und oben drin war Tanzbar, da sind wir immer tanzen hingegangen. Alles weg, alles weg. Das alte Oberhof ist weg und das neue noch nicht fertig, als Walter Ulbricht seine Macht an Erich Honecker verliert. Eine Zäsur für Oberhof. Die großen und teuren Pläne Ulbrichts werden nie komplett realisiert. Sein Oberhof bleibt Stückwerk. Honecker dagegen setzt auf preiswerten Urlaub für die Arbeiterschaft der DDR. Selbst im Luxushotel Panorama werden die Zimmer jetzt zu 80% an den Gewerkschaftsbund FDGB vermietet. Ungewohnt für die Belegschaft des Panorama. Da kam einer mit Hausschuhen und Rollkragenpullover zur Gala oder so, ne, den Dinner. Das war eben ein bisschen die Unterschiede. Es gab ja dann doch immer die Menschen und die Menschen. Ist ja klar, wer das Geld nicht hat. Ne? Das Panorama ist jetzt immer ausgebucht. Zu den Billigpreisen des FDGB.
Die frei verfügbaren 20% der Luxusherberge werden zur Mangelware auf dem schwarzen Beziehungsmarkt der DDR. Tja, wenn du was fürs Auto brauchst, als Autoersatzteil, zum Beispiel eine Auspuffanlage oder irgendwas, bist du zu denen darunter, hast gesagt, das und das. Und dann hat er gesagt, hör ich mal zu, ich habe einen Bekannten, der würde gerne mal bei euch da oben Urlaub machen, eine Woche. Und so ging das über drei Ecken. Dann hast du dann eine Auspuffanlage gekriegt und der hat dann das Zimmer gekriegt für seinen Freund wieder, der angenommen Fliesen hatte oder irgendwas. Sie wurde doch nur geschammelt. Besonders floriert der Tauschhandel mit den Westdeutschen, wenn sie im Hause sind. Und das sind sie oft. Die Kellner sind scharf auf die Westmark, die Westler auf die Ostmark. Wer gut tauscht, hat Luxus pur. Natürlich haben wir dann als Kellner auch mal ein bisschen Geld und haben dann mit denen auch mal getauscht oder so. Das haben wir dann auch gemacht. Das war aber strafbar, das durfte auch nicht sein. Das kenne ich gar nicht von dir. Ja, das habe ich aber auch mal gemacht, ja. Am meisten haben getauscht die Sportler, wenn die da waren. Die Rennrodler oder die Langläufer oder die haben sich dann einen richtigen Fetten gemacht. Die haben 1:4 getauscht, dann sind die ins Bellevue oben und haben Filet gegessen ohne Ende. 100 West, 400 Ost, da konnten sie ja eine wilde Sau loslassen. So war es da gewesen. Mhm. Ah, du musstest immer aufpassen, es saßen ja immer welche da, die nicht dazu gehörten. Die Staatssicherheit versucht verzweifelt, den Überblick zu behalten. Knapp 1000 Gäste, 700 Angestellte. Die IM-Dichte ist hoch, wie überall in Oberhof. Dass die Stasi hier im Haus ist, das wussten wir. Haben wir ja auch gesagt hier. Na, die kannten wir. Schnitzel für den Spitzel. Was hat sie gesagt? Schnitzel für den Spitzel. Der hat immer, der Herr Brückner, der hat immer Schnitzel bestellt, wenn er ins Restaurant kam. Und da haben wir immer gesagt, oh, ein Schnitzel für den Spitzel ist wieder da. Die Stasi verwandt Zimmer, zapft Telefone an, platziert zwei Offiziere ständig im Panorama. 10 IMs sind allein auf Norbert Kern angesetzt. Mein Mann ist von früh, wenn er zur Arbeit, also oder mittags oder zum Spätdienst zur Arbeit, bis nachts immer beobachtet worden, kontrolliert worden. Herr Kern macht das, Herr Kern macht das. Die Familie Kern ist im Urlaub, ich kann leider nicht berichten. So ging das immer. Dann, die Kerns hatten schon eine gut eingerichtete Wohnung. Ja, woher wollten die das wissen? Also müssen sie ja irgendwann in unserer Wohnung gewesen sein, irgendwie. An einem Januartag 1979 wird Norbert Kern plötzlich von der Staatssicherheit abgeholt. Und da haben sie meinen Mann mitgenommen. Zum Verhör, gleich in der Nacht. Die wollten wissen, was mit der Frau Mischnowski, mit wem die zusammen ist, warum wo die ist. Wo die ist. Ich sag, das weiß ich doch nicht, wo die ist. Unwissentlich steckt Norbert Kern in der größten Spionageaffäre der DDR. Die Stasi sucht nach Helga Mischnowski, einer Freundin der Kerns. Helga hat im Panorama diesen Mann kennengelernt, Werner Stiller, einen Offizier der Stasi-Auslandsspionage. Der findet Helga interessant, denn sie hat einen Bruder im Westen. Und dorthin will Stiller seit Jahren. Er beginnt im Panorama eine Liaison mit Helga. Es ging nicht um die Affäre. Es hat mir gefallen, dass sie einen Bruder in Coburg hatte. Und zudem in sehr enger Beziehung stand und der auch öfters einreiste. Und da dachte ich halt, hier ist möglicherweise der Weg in den Westen oder zum BND. Helga aber verliebt sich in Werner, stellt ihn vor bei ihren Freunden. Ich kannte ihn, weil ich eingeladen war bei ihr. Die wohnte ja nebenan. Ne? Und da hat sie gesagt, ach komm doch mal rüber, hier, der Werner ist da. Da hat sie das ja auch alles noch nicht so gewusst. Da haben wir noch ein Glas Wein getrunken, erzählt. Ja, ein netter, charmanter Mann. Niemand ahnt, dass Helga unter Lebensgefahr Stillers Übertritt zum Bundesnachrichtendienst der BRD organisiert. Im Januar 1979 ist es soweit. Stiller gelingt die Flucht in den Westen. Er lässt zig Stasi-Spione auffliegen. Das ist der Tagesschau eine Spitzenmeldung wert. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Spionageabwehr der Bundesrepublik ist offenbar ein Schlag gegen den DDR-Geheimdienst gelungen. Bis zum Abend sollen 5 mutmaßliche Agenten festgenommen worden sein.
In der Stasi-Zentrale in Berlin beginnt indes die Jagd nach der Fluchthelferin. Mitte Januar 1979 hat die Stasi alles. Name, Adresse, Beruf. Dann aber rettet der Katastrophenwinter von 1978-79 die Panorama-Kellnerin. Der Stasi fehlen schlicht die Winterreifen. Als die Stasi-Leute endlich in Oberhof ankommen, ist es zu spät. Helga ist weg, mit Hilfe des BND, im sicheren Westen. Jetzt aber nimmt die Stasi Regina Kern in die Mangel. Wir saßen gerade am Armutstisch, hat sie klingeln, haben sie mich mitgenommen. Die ganze Nacht. Bürodirektor, eiskalten Kaffee, weiß ich noch alles. Und die haben mich so bearbeitet, erzählen Sie doch, und wie die einen behandeln, gell? Die haben da bald hier so rumgeschrien, jetzt sagen Sie es doch endlich, und dann machen die dich mürbe. Hier ist noch eine, die nehmen wir dann auch gleich noch mit nach Untermaßfeld. Na hier, das ist der Knast. Und Knast hier, Untermaßfeld war doch die Untersuchung ist da, hier. Untersuchungsgefängnis und ja. Knast. Die haben ja gedacht, wir wüssten noch was oder so, ne? Aber wir wussten wirklich nichts. Das war auch gut so. Wusste keiner, wo wenn die mir das gesagt hätte, ich hätte das ja gar nicht verkraftet, gell? Trotzdem, Oberhof ist eine Insel der Seligen im Land des Mangels. Der Ort expandiert. Anfang der 80er sprengen NVA-Truppen mit aller Macht das Plateau für ein neues Biathlonstadion in den Thüringer Wald. 1984 kommt die Biathlon-Elite zum ersten Weltcup. Auch Fritz Fischer, die bayerische Biathlon-Legende. Er ist auch heute gern in Oberhof. Damals, 1984, wohnt er natürlich im Panorama. Wir haben ja das Oberhof kennengelernt als St. Moritz des Ostens. Also gerade im Panorama, wo wir waren, waren ja viele Leute im Urlaub da, auf Urlaub. Und es war auch richtig gute Stimmung. Die Westdeutschen werden euphorisch begrüßt, mitten im Vorzeigeort des Sozialismus. Das war für uns ein Heimspiel. Die haben geschrien, die haben uns angefeuert. Ob das für die offiziellen Funktionäre so schön war, weiß ich nicht. Es ist die große, weite Welt, die nach Oberhof kommt. Eine Welt, in die der DDR-Bürger nicht darf. Am Stadion parken die Audi Quattros der Westathleten. Einmal hätte es mich bald stranguliert, weil die Fans wollten unbedingt das Stirnband von mir, von Fischer Stirnband. Und ich habe das Stirnband über den Hals rum gehabt und der Zuschauer klangt ins Auto rein, zieh mich so vom Auto raus, ich will dein Stirnband sagen, ja warte, kriegst das. In Oberhof leben Ost und West gut voneinander. Eine Art vorweggenommene deutsche Einheit, nur mit Grenze. Und Fritz Fischer tauscht sogar noch seine Mütze ein. Zwei Flaschen Esuse gegen seine Mütze. Ah, das hast du gemacht, privat. Für unsere Tochter, die war so verrückt gewesen. Da habe ich den mal angesprochen und gesagt, klar, können wir machen. Was hast du denn für mich? Ich sage, ich gebe dir zwei Flaschen Sekt. Und er sagt, das ist doch prima. An die richtige Einheit denken nur wenige. Wie Angelika Reinhardts Großvater, der seit der Enteignung 1950 wie viele frühere Oberhofer im Westen lebt, aber seine Quisisana nie vergessen hat. Der Opa hat das mal zu uns gesagt, kümmert euch um die Quisisana, wenn es mal andersrum kommt. Und dann haben wir uns gekümmert. Heute hat Angelika Reinhardts Familie ihre Pension zurück. Nach langem Kampf. Immer noch kommen Feriengäste nach Oberhof, aber längst nicht so viele wie zu Zeiten des Herzog Karl Eduards oder gar Walter Ulbrichts. Viele große Hotels sind längst abgerissen. Sie haben Lücken hinterlassen. Die Einzigartigkeit des Ortes, sie ist passé. Exklusiv sind nur noch die Erinnerungen. Ein Japan-Restaurant. Japan-Restaurant. Na, da habe ich als Japanerin bedient. Hangyong Hasemika, das weiß ich noch. Guten Abend. Wurden wir richtig Ich bin immer Geisha, abends mit einer Chinesin ins Bett. Und, sag mal, das kommt aber nie hier. Nein, es waren schon schöne Zeiten.